Was passiert eigentlich, wenn du mit einem Bus oder mit einem Auto in Spikes reinfällst, Freunde? Das werden wir uns heute in Tieren angucken. Es wird wieder sehr, sehr wild. Ich habe einfach eine Map rausgesucht. Da wirst du mit jedem erdenklichen Fahrzeug in Spikes reinfallen. Wir gucken, wie die Fahrzeuge reagieren. Mit einem Bagger, mit einem Panzer, mit einem Hubschrauber, mit einem LKW und noch vielen, vielen weiteren Fahrzeugen. Wenn euch das Video gefällt, dann gerne auf den Like und auch auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß. Guckt euch erstmal diese ganzen Fahrzeuge an. So viele Fahrzeuge wusste ich gar nicht, dass Tieren das hat. Wir haben hier unter anderem einen Betonmischer, einen Bagger, verschiedene Transporter, einen gepimpten Transporter. Dann hier noch so Monster. Monsterwagen, so ein Golfcar, hier so Gabelstapler, Autos, dann hier einfach so Panzer, dann haben wir hier noch so einen Army-Wagen und hier so einen Raketenwerferwagen, dann nochmal so Bagger, LKWs, ein Tank, ein Gas-LKW und so, also richtig, richtig viele verschiedene Fahrzeuge. Was ist das für einer? Alter, was gibt's denn alles? Ein Motorrad? Was gibt's denn alles in Tieren für... Was ist das denn? So ein Hubschrauber hier, sag mal, so ein Dreirädriger. Was gibt's denn alles für Fahrzeuge in Tieren? Das wusste ich alles gar nicht, Freunde. Wenn ihr es wusstet, lasst euch mal gerne mal ein Like da. Richtig, richtig krass. Ey, grüß Mann. Also, sagt mal gerne in die Kommentare, womit soll ich so anfangen? Ich würde es jetzt einfach selbst mal entscheiden und fange einfach mal mit einem Sportwagen an. Ich setze mich rein. Wir haben hier drei verschiedene Möglichkeiten. Oh, die Power bin ich gar nicht gewohnt hier. Okay, wir haben hier drei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben drei verschiedene Löcher. Wir haben einmal dieses Loch hier. Wir können ja mal... Wow, das war knapp. Reingucken. Ah, oder was? Vielleicht können wir auch nicht reingucken. Also da unten sehe ich Spikes. Was sehe ich hier? Da sehe ich auch Spikes. Und was sehe ich hier beim letzten? Ich dachte eigentlich, dass es verschiedene Löcher sind, oder? Ach komm, wir fahren hier einfach mal rein. Okay, das ist kein, das sind keine Spikes. Alles klar. Und ja... Ich würde sagen, ich falle hier einfach mal durch. Oh, alles klar. Das sind Wände. Lol. Oh mein Gott. Und dann kommen die Spikes. Einfach komplett aufgespießt und vorher noch durch die Wände. Also ihr seht unten das Leben von dem Auto. Das hat auf jeden Fall gar keins mehr. Nehme ich als nächstes mal einen LKW und versuche damit die Spikes zu überleben. Vielleicht schafft er das ja auch. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal das ganz rechte Loch. Wir müssen hier uns langsam vortasten, was wir hier so entdecken können. Und ich bin vor allem gespannt, wie der Panzer reagiert, wenn du da runterfällst. Na, jetzt hier aber erstmal der LKW. Oh mein Gott. Oh Gott, was? Der hat jetzt schon halbe Hälfte Leben verloren. Wir können uns jetzt auch ins Slow-Mo angucken hier. Und da fällt er. Und er fällt perfekt auf die Spikes, ne? Er fällt perfekt drauf und guckt es euch an. Einfach wieder aufgespießt, das Teil. Ja, auch gar kein Leben mehr, muss ich sagen. Ab zum nächsten Fahrzeug. Dieses Mal ein bisschen größerer LKW. Kann ich mich hier mal langschleichen? Sorry, darf ich da mal vorbei? Oh Gott, ich habe Lightning McQueen hinten drin. Okay, wir fahren los. Und runter hier. Was soll hier dran das Besondere... Wie ich da gerade gegengeditscht bin. Was soll hier dran das Besondere sein an dem Loch hier? Ich bin mal gespannt. Oh Gott, mit wie viel Speed wir hier runterkommen, ne? Und aufgespießt und was? Was? Der LKW überlebt es fast. Okay, ja, das ist richtig, richtig krank. Und jetzt sieht man die Spikes mal, wie groß die überhaupt sind, ne? Und wie hoch das Loch ist. Hilfe! Wie soll ich denn jetzt hier noch hochkommen? Nee. Wer wollte auch schon immer mal sehen, was passiert, wenn du mit einem Bagger in Spikes reinfährst? Ich auf jeden Fall. Deswegen muss ich mal... Sag mal, der braucht mal ein bisschen Anschwung hier oder was? Das ist ja absolut langsam, das Teil. Geh mal bis drüber, ein bisschen aufs Gas hier. Komm. Nehme ich nochmal hier diesen Geländewagen mit hier oder was? Alter, aus dem Weg mit dir hier. So, komm. Hau mal ab hier. Alter, den nehme ich direkt mal mit ins Loch rein. So. Wir wollen uns hier linke nehmen. Gelb zu gelb, weil diese Wände ja auch gelb sind. So, ist ja gut. Lass mich jetzt los hier, sag mal. So, wir fahren los, Freunde. Ich sag euch, guck mal, was für alles wir noch für Fahrzeuge da haben. Auch dieser Bagger und auch dieser, da hinten dieser große Bagger. Und auch noch der Panzer und so. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Auch der Hubschrauber und Radlader. Freunde, ich sag euch also, guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende, um kein Fahrzeug zu verpassen. Ich habe jetzt hier auch gleich geschafft, dass ich endlich mal drin bin. Hallo? Kann ich jetzt bitte endlich mal hier sein und da reinfahren, bitte? Danke. Okay. Und Abflug. Yo. Okay, perfekt. Abflug. Und Badaboom Bang Pow. Oder wie sieht's aus? Oh, alles klar. Durch erste Wand, zweite Wand, dritte Wand. Jetzt müssten hier die Spikes kommen. Und ja, da sind die Spikes. Und auch dieses Mal der Bagger kaum Leben verloren. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ihr es gedacht? Schreibt mal in die Kommentare. Hätte ich nicht gedacht, dass er kaum Leben verliert. Also auch ziemlich solide gebaut, ne? Kann man sagen, was man will. Und befreien kann ich mich hier, glaube ich, nicht mehr. Jetzt haben wir einfach einen LKW, der einfach Propangas geladen hat. Damit muss man ja ein bisschen vorsichtiger fahren. Weil nachher passiert hier noch irgend... Hey! Genau das meine ich! Ich wollte damit doch nur ein bisschen vorsichtiger fahren. Jetzt aber ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Das Ding ist, ich will halt auch nicht explodieren an der Wand oben schon, ne? Wisst ihr? Das heißt, ich muss hier ganz ruhig rein. Ja, sieht gut. Nein! Ach, na komm schon, direkt so ist das Ding schon broke. Und ja, also guck mal wirklich, ne? Gar keine Chance, aber mit einem Propangas-LKW hier runter ist halt auch schwierig. Ne? Also überlebt hat er auf jeden Fall auch nicht. Dann nehmen wir doch mal hier diesen, was ist das? Ach, das könnte auch für so Waldarbeiter sein, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie die Dinger nochmal heißen. Heißen die nicht irgendwie Harvester oder so? Ich glaube, so heißen die, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare.
So, macht mal Platz hier ein bisschen, Alter. Hier ist kein Sommerurlaub, habt ihr das verstanden? Ich muss hier mal ein bisschen arbeiten, ich muss mal ein bisschen Geld verdienen. So, also mit dem Harvester oder was das ist, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, fahren wir jetzt mal hier runter. Mhm, ja. Und runter hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, die Dinger wiegen halt auch eine Tonne oder so, ne? Die Dinger sind halt auch einfach nur maximal schwer und ja. Aber ein bisschen Leben hat das Teil tatsächlich. Noch ein Millimeter. Also überlebt hätte es zwar nicht gut, aber es hätte überlebt vom Sturz. Ich bin bisher nur einmal geflogen in Teardown und dieses Mal versuche ich mich nochmal ein bisschen besser anzustellen, wenn das geht. Hallo? Kann man hier rein? Hä? Freunde, also ich bin beim Fliegen, was Teardown und Fliegen betrifft, bin ich einfach lost. Wenn ihr Tipps habt, schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare, dann weiß ich es vielleicht beim nächsten Mal. Dann lasst uns doch erstmal hier so ein Fahrzeug... Nee, ne? Wow! Was ist das für ein heftiges Fahrzeug? Guck mal, mit so einem Geschütz da oben drauf, womit wir auch schießen können. Hier! Schießen wir auf ganz entspannt diese ganzen Autos kaputt, oder hier die ganze Reihe. Alter, dieses Fahrzeug müsste es eigentlich in jedem Modus geben, bitte. Wie krass ist das? Das sind einfach so Granatwerfer oder sowas, ne? Okay, also es kann anscheinend viel Schaden ausrichten, aber wie viel Schaden hält es aus? Das gucken wir uns an. Ich fahre hier runter. Ganz genau. Ich bin einfach schon gestorben beim Runterfahren. Ah, perfekt. Mein Freund, ich eile dir zu Hilfe. Bist du da unten gefangen oder was ist hier los? Oder hast du das schon überlebt? Oh Gott. Oh Gott. Ah, das ist das Gefährliche, die Fenster oder was? Und bam. Moin, moin. Guck mal. Aber hat der ganz gut überlebt und der andere, glaube ich, auch, ne? Guck mal hier, der andere hat das eigentlich auch ganz gut überlebt. Guck mal. Ganz entspannt kann man doch noch mitfahren. Gar nichts los. Hier, yeah, das kann auch noch schießen oder nicht, das Teil? Nee, gut, das ist durch. Ab zum nächsten Fahrzeug. So ein Betonmischer hat auf jeden Fall ziemlich viel Gewicht, Freunde. Das ist natürlich auch, das ist eine Frage des Gewichtes, wie doll und wie schnell du da unten aufkommst, ne? Hier, wir können hier auf jeden Fall drehen. Habe ich so bisher auch noch nicht gesehen in Teardown. Ich würde sagen, mit dem Betonmischer, komm, nehmen wir einfach das ganze rechte Loch hier und fahren da einfach mal auf entspannt runter. Ich bin gespannt, ob dieser komplette Tank zerteilt wird und einfach der Beton überall liegen wird. Oder Zement, ne? Da steht auch Zement drauf. Oh. Oh, ja. Und gut, aufgespießt und direkt null Leben, weil der Tank einfach komplett zerstört wurde. Na gut, ich meine, war ja, also habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, Freunde, dass das Ding nicht überleben wird. Okay, als nächstes habe ich hier einen Panzer am Start, Freunde, ihr wollt es doch auch sehen. Und der kann einfach auch schießen. Das ist das erste Mal auf dem Tier, dass ich einen Panzer sehe, der schießen kann. Ja, hau mal ab hier, du blöd. Oh, noch die Kurve bekommen. Alter, guck mal hier die ganzen Autos an, das ist ja gefundenes Fressen oder was. Hier, bam, bam, bam. Alter, da baller ich die einmal weg hier, ey. Hab ja keine Chance, auch wie wendig der Panzer ist, ne? Oh Gott, okay, da habe ich ein bisschen Leben verloren. Jetzt muss ich mal mich ein bisschen entspannen hier, sag mal. Oh, der hat auch schon ein bisschen Schaden bekommen. Der fängt schon an zu quietschen, ne? Der hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Hier noch ein Schuss hin, da noch ein Schuss hin. Hier, der Lowrider, Bartz, yo, die schiebe ich auch nochmal weg hier auf ganz entspannt. Alter, das macht schon absolut Laune. Es müsste eigentlich mehr Spiele geben mit so, also mit mehr Mods sozusagen, mit einem Panzer. Guck mal hier, der ganze Tank und so, ne? Guck mal, wie schnell der auch doch rumfährt. So, erstmal hier ein bisschen ausnutzen, dass ich so viel Power habe. So, und weg mit dir. Oh mein Gott, jetzt aber die Kurve bekommen. Okay, okay, passt. Ich fahre mit dem Panzer. Guck mal, wie schnell der einfach ist, wie so ein Sportwagen. Ich fahre in die Spikes rein. Oh mein Gott. Und ich bin gespannt. Wir ballern hier natürlich wieder durch die ganzen Wände. Ja, erste Wand. Ja, easy durch. Zweite Wand. Auch kein Schaden. Oh, da kam das Fenster. Oh, wir drehen uns. Oh, yo. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Wir sind so perfekt gelandet. Da muss ich nichts zu sagen. Wir sind so perfekt gelandet, dass wir hier einfach Löcher in die Wände schießen können, oder was? Nein, das nicht. Aber wir sind einfach perfekt oben drauf gelandet, dass wir hier drauf rumfahren können. Selbst das kann der Panzer. Also, es wird mir wieder einfach mal bestätigt, dass der Panzer das krasseste Fahrzeug ist in Teardown. Dann nehmen wir einfach mal den Linienbus, der hier vorne steht. Wolltet ihr auch mal sehen, was passiert, wenn du mit dem Linienbus in so Spikes reinfährst? So. Guck, wie schnell das Teil ist. Ja. Doch. Geht schon klar. Hat schon ordentlich Speed. Welches wollen wir nehmen davon, von den Löchern? Lass uns mal das ganz links nehmen. Ich glaube, das ist für den Linienbus genau das Richtige. Und fahren wir mal rein hier mit Vollgas. Und Boots. Jo, wir gucken uns das natürlich in Slow-Mo wieder an, hier auf entspannt. Ja, da haben wir direkt den Bounce-Back-Zug bekommen. Halb tot schon der Linienbus. Und das ist gerade mal die erste Platte. Fast tot und ist broke. Und ist komplett broke. Oh mein Gott, den Linienbus hat es nochmal komplett zerledert, Freunde. Wirklich gar nichts mehr davon übrig. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, das soll es mit der heutigen Folge Teardown gewesen sein. Es hat ultra Bock gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich noch eine zweite Folge mache, wo ich noch mehr verschiedene Fahrzeuge gegen die Spikes antreten lasse, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr das wollt. Schreibt auch gerne weitere coole Teardown-Mods in die Kommentare, die ich gerne auschecken soll. Kümmert euch gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.